Ja, und damit ein Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Guild Wars 2 mit dem lieben Extrem verzockt. Hallo Leute. Und hallo Thomas. Hi. Wie geht's dir heute? Super. Super, geil. Finde ich schön, dass es dir gut geht. Hast du den Aussichtspunkt da schon? Nee, der ist weiter oben. Wie, der ist weiter oben? Komm her. Zeig dir, wie wir hinkommen. Hallo. Hallo, ja, hallo, 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 hallo. Okay. What the fuck? Was hat denn da gerade so geschrieben? Was? So, jetzt sind wir eben hier oben. So. Genau, jetzt rechts rein. Okay. Ist das die Mauer oder was ist das? So ein Stück. Und dann hier rum. Die Edelmänner und Edelfrauen. Aha. Und dann rennt da plötzlich so ein Bastard mit brennendem Schwert rum, ey. Gar nicht schön. Weil der Zieh dir mal was Anständiges an, Alter. Ey, keine Manieren, ja, ey. Dann laufe ich halt nackt rum, ist okay. So, der ist hier unten. Woher weißt du das? Ultra geiles Bild. Weil ich mit einem Char 100% hab. Echt geil. Suchti. Sieht aber echt cool aus, ey. Echt nice. Ja. Boah. Auf geht's. Ey, das ist cool. Ist das die Burg? Burg. So. Sollen wir, bevor wir die Stadt fertig machen, kurz mal noch Petra in Götterfels besuchen? Was? Achso, da muss man nach unten. Achso, ist da hinten. Was ist eine Petra? Petra. Petra ist die, mit der wir reden müssen. Ich muss mit Farin sprechen. Du musst mit Farin sprechen. Ich muss mit Petra sprechen. Das ist ja doof. Dann erforschen wir einfach noch kurz. Fertig. Das dauert ja nicht mehr lang. Doch, eigentlich schon. Naja. Hier die Mitte erforsche ich jetzt noch und dann gehe ich. Okay. Dann mache ich diese Quest da. Können wir zusammen machen. Ich glaube, wir machen das nicht, denn wenn man jetzt das eine vom anderen sehen möchte, muss man auch das Video gucken, weißt du, wie ich meine? Oha. Mhm. Oha, oh, schleck mal. Oh. Hä, was machst du? Da ist ein Punkt drin. Die zu Nera Silberfeste gehörende Instanz ihrer. Ich mach mal nein. Oder? Ja, mach du nein. Dann geh ich alleine rein. Okay. Der Raffenhauptquartier. Wie komm ich da? Schleck mal. Oh. Gut, bekommen. Ich brauch jetzt ein. Wo ist denn jetzt dieser hier Punkt rein. Hier? Alter. Kannst du wieder nein drücken? Nein. Ich will nicht. Ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht. Ach, da oben ist der. Wie komme ich da hoch? Bekommen. Ach, ist ja einfach. Einfach? Was? Ist einfach. Nee, ich mache gerade einen Aussichtspunkt. Le Aussichtspunkt? Ja, den hole ich auch noch gleich. Le Aussichtspunkt. Oh, shit. Sieht das geil aus. Ist das so ein Indoor-Garten oder was? Mit einem Sonne, Mond und Sternen. Und ein Azura-Portal. Dieses Azura, das sind schon arrogante Penner, ne? Schon übel. Wenn man so einen spielt, ist es echt lustig. Die von sich selber denken, dass sie die schlauesten, besten sind. Das ist voll krass. Okay, denke ich von mir auch, aber nicht so krass. So, wo muss ich jetzt hin? Wupp. Und da ist er. Ich glaube, ich muss eins runter. Nee, muss ich nicht. Okay. Shit. Muss in diese Zitadelle, oder was das auch ist. Da ist ein Azura, oh mein Gott. Oh mein Gott, der sieht cool aus. Der hat eine geile Rüstung gehabt. Mach in diesem Spiel so viele Screenshots. Dann mach weniger. Geht nicht. Ich will eine schöne Auswahl haben für die Thumbnails.
Ich finde das Spiel so ultra episch geil. Ultra episch geil. Geil. Zeig mal kurz die Rüstung, Alter, die ich am Ende von dem Char will. Ja, das ist Aquarium. Wie geil ist das denn? So. Oh, ey, sonst sehe ich auch daheim. Spoiler jetzt mal ungefähr, was wir am Ende für ein Char haben werden. Was? Bin mal voll gemein, ich zeig mal, was, wie ich möchte, wie der Char am Ende aussieht, dass alle wissen, worauf wir hinarbeiten, also ich hinarbeite. Natürlich nur eine andere Farbgebung. Ich guck jetzt mal, was ich... Okay, scheiß drauf, ich mache jetzt meine Quest. Das ist ja Quest. Auktionsmensch, nee. I make my quest. Yeah. So, da ist der Schwarzlöwenman. Gib mir mal bitte mein Zeug, alles nehmen. Kann ich da irgendwie rein? Dank. Nee. So, Vorschau. So, meine Lieben, wird der Char aussehen. Wenn wir das Let's Play hoffentlich zu Ende haben. Also, wenn ihr wissen wollt, wie seine Chars aussehen, dann geht ihr jetzt auf seinen Kanal und guckt sein 6. Video. Ja, wir sind jetzt im 6. Part, ne? Ich glaub schon. Ja, dann guckt ihr das 6. Video von ihm, wenn ihr wissen wollt, wie sein Charakter aussehen wird. Schön. Und ich mache jetzt meine Quest. Ultra, ultra geil, Mann. Ultra geil. Feier das so. Ey, das ist aber auch ultra dumm, was wir machen. Warum? Das ist eigentlich verlorene extra XP, wenn wir das alles... Egal, ich gehe jetzt da rein. Drück mal abbrechen. Oder nein, oder was weiß ich. Willkommen zu Hause, schön! Und es lädt, nö, es lädt gar nicht so lange. Nice. So, wen muss ich jetzt ansprechen? Den Typ hier da drüben. Oben. Hier drüben. Kommt jetzt eine Ding? Ah, schön. Schöne Sequenz. Der sieht scheiße aus. Ah, der Held von Shaymo ist wieder da. Kommt, seht nur. Alle Freunde und Nachbarn heißen euch zu Hause willkommen. Ein Festfahren? Für mich? Oder ist das nur ein Vorwand, eure Freunde zusammen zu trommeln und meinen Weinkeller zu plündern? Unsinn! Helden sind einfach sehr beliebt. Diese netten Leute wollten euch nur gratulieren und euren kühnen Sieg feiern. Und ihr bestandet darauf, dass meine feinsten Speisen und Getränke aufgetischt werden. Ihr habt es verdient. Trotzdem, das war nicht alles mir zu verdanken. Euer Personal war sehr hilfsbereit, sogar eifrig bemüht, den Ablauf zu erleichtern. Ich wünschte, meine Diener liebten mich nur halb so sehr. Aber ich bin eben auf andere Weise liebenswert. Je weniger Worte darüber, desto besser. Und jetzt hört auf zu feixen. Genießen wir meinen Entenbraten und meinen besten Brandy. Er ist auf andere Weise liebenswürdig. So ein Spast, Alter. So, ich muss mir jetzt mal die Teile hier holen. Was denn? Genießt das Fest, sprecht danach mit Farren. Gut, dann werde ich jetzt ein Fest genießen. Ja, genieße mal du dein Fest. Wenn Party! Weiberdrogen und Sex. Naja. Hallo, hier schauen Minderjährige zu. Ja, schönes Fest. Kommt, nehmt einen Schluck mit uns. Wahrscheinlich absolut jugendfrei. Grüß euch. Darf ich euch etwas zu trinken anbieten? Wenn es jetzt ganz blöd läuft, dann kann ich in dieser Folge nicht mal mehr die Story machen. Möchtet ihr eine Erfrischung? Habt ihr die Festigkeit aus euren Genossen, alter Freund? Nein. Die Tussi spreche ich auch. Habt ihr Lust auf einen Aperitif? Ja. Alter. Bam, ich habe was so los? Viel zu tun. So schlimm? Ach, egal, ich bin fertig. Scheiß Party, langweilig. Darf ich euch etwas zu trinken anbieten? Ich finde die Party blöd. Was ist da los, Junge? Was? Götter, helft uns, was geht hier ab? Ja. Zack. Irgendwas passiert. Oh mein Gott, nicht. Banditen. Banditen, nein! Oh mein Gott, pädophile Banditen, schnell rette dich. Diese Partycrasher!
Die sind halt voll hart, Mann. Level 2, die kill ich doch mit links. Mach mal. So. Alter. Ihr siegt. Und hier oben. Heil ja, mich. Was denn? Los, du Scheißdieb, ich heil mich. Derbst du? Nee, aber ich habe wenig Leben. Okay, der eine ist tot, der nächste ist tot. Ist noch jemand am Leben? Nein, alle tot. Elite. Bezwingt die Banditen. Das sind noch gar keine Banditen mehr. Oder kommt da noch was? Hä? Ja, wahrscheinlich kommt noch was. Welche. Der Banditenspeer, Alter. Krasser Typ. Arger Typ. Fett die Fresse weg. Ich habe Fahren brüllen gehört. Wo steckt er? Diese Schläger haben ihn die Straße runtergezerrt. Sie werden ihn umbringen. Ganz ruhig, seht nach den anderen Gästen und schaut, ob jemand verletzt wurde. Ich kümmere mich um Fürst Fahren. Irgendwie, ich blick nicht. Der wohnt in so einer Adelsgegend und so weiter und er ist einfach, also ich bin einfach Nekromant. So Tote und so. Ja, das böse, ist doch normal. Böse Magie. Und alle lieben mich, schön. Das finde ich so cool, Nekromantie wird nicht so als böse in dem Spiel dargestellt. Sondern es ist einfach eine Fähigkeit, Ende. Ja. Nekromantie ist aber böse. Na ja. Sterbt ihr Narren! Üt ihr Narren! Garstige Hobbits! Das sind garstige kleine Banditen. Die müssen sterben. Oh. Siegt. Jetzt muss ich in das Haus bald rein, werdet ihr um den Tod betteln. Sterbt! Ach komm, jetzt stirbt doch endlich. Die sind Level 2 halten aber aus wie keine Ahnung was. Ja. Alter, wie viele sind das? Erfu? Ey, da kommen immer mehr. Ja. Ne? Gar nicht so einfach, wa? Ja, doch eigentlich schon, aber die sind halt übertrieben viele. Und übertrieben viele Schwache sind nervig. Richtig. Das sind wie ein Ameisenhügel. Interessanter Vergleich. Ja, die sind auch ziemlich viele. Und ziemlich nervig. Und schwach. Naja, schwach nicht. Ja, im Gegensatz zu Menschen. Meister ja, der Axt. Wenn du jetzt mal vergleichst mit der Mensch, kann ich das 100-fache aus seinem Körpergewicht tragen. Ja, ich meinte das. Ja, ach, egal. Haha. Mach mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, mit dir rede ich nicht mehr. Ja, besser, besser. Saal, der Falschspieler. Ach, der stirbt jetzt. Ja, komm jetzt. Der hat viel zu viel Leben. Der übertreibt mal heftigst. Boah, geil. Ich muss eigentlich in das Haus rein, aber draußen sind so viele Banditen, ey. Heilung? Jetzt sterb doch endlich, du Drecksviech. Das ist so lustig. Oh na, endlich. So, er braucht Hilfe, im Ernst. Ja, dann kriegt er Hilfe. Der stirbt doch jetzt eh. Okay. Das ist das Screenshot ever, Alter. Ich fühle mich jetzt viel besser. Heftig. Noch eins höher? Bin ich froh, euch zu sehen. Obwohl ein einfaches Schmarotzer raus gereicht hätte, um mich auf der Feier loszuwerden. Ich werde es mir merken. Irgendeine Idee, wer die Kerle waren oder was sie wollten? Nein. Ich habe nur gehört, wie sie über einen Bauernhof in Shaymore geredet haben. Da wollten sie mich mit dem Rest der Geiseln einsperren. Dann habe ich noch mehr zu tun. Ich kann nicht euch retten und die anderen umkommen lassen. Schlechter Stil. Ich bin dabei. Ich bin zwar kein zentaurenmordender Berserker wie ihr, aber ich kann auf mich aufpassen. Wir treffen uns dort. So ein Spast, der nennt mich gerade zentaurenmördender Berserker.
Bist du das denn etwa? Sowas. Mhm. Was passt denn jetzt? Kraft, Zähigkeit oder Vitalität? Was zu dir passt. Ja. Was macht Kraft? Ich würd Kraft, dass deine Angriffe härter werden an sich. Mhm. So, aber die Folge ist zu Ende. Wir müssen einen kleinen Schnitt setzen. Ja, chill, ich will das jetzt noch. Was jetzt? Glaub mir, das dauert noch ein bisschen, bis du fertig bist. Okay. Mach eine kurze Pause. Gut, dann machen wir das jetzt beim nächsten Mal. Genau, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Ihr kennt das Social-Media-Zeug. Ich denke, wir müssen nicht die ganze Zeit mit diesem Daumen hoch und sowas. Ihr wisst ja, wenn ihr Bock macht, macht ihr das. Und wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.